Blockgeld ist da. G7 meldet 11 tot. Oh, das hört sich schon wieder scheiße an. Boah. Ja? Hans, bist du noch wach? Mach bitte auf, es ist saukalt hier draußen. Kleinen Moment. Guck mal, was ich habe. 3 Bier. Na komm erst mal rein, Friedrich. Aber Jürgen, der schläft schon. Ja, ja, okay. Ey, du frierst dir echt den Arsch ab da draußen. Ich gönn mir mal einen Schluck. Boah, geht glatt runter. Oh, reiß dir mal zusammen, ey. Jürgen schläft. Und wenn du schon dabei bist, mach mein Bier auch mal bitte auf. Ja, ja. So. Und was wolltest du jetzt eigentlich? Nur mal auf dem Abendbier vorbeikommen. Ist doch nicht verboten, oder? Naja, das nicht, aber ich muss noch den Tagesbericht von heute fertig schreiben. Und ehrlich gesagt bin ich dazu auch gar nicht gekommen. Naja, Mensch, ich hab gerade frei, also geht mir das alles ziemlich am Arsch vorbei. Psst. Hast du das gehört? Hm, da war nichts. Bestimmt nur der Wind. Moment, jetzt hab ich's auch gehört. Da! Ich glaube, da ist gerade jemand am Fenster vorbeigelaufen. Dein Gewehr, wir gehen mal raus. Ich sehe hier nichts. Doch. Da steht doch jemand. Bei der Baracke da hinten. Das Kind. Ein kleines Mädchen. Sie ruft ihre Mutter. Hinter der Ecke verschwunden. Komm, hinterher! Los! Sie geht in Richtung Kammer 1 und 2. Da haben wir sie. Ich weiß nicht, dass sie genau in diese Kammern gehen muss. Na gut, gehen wir rein. Wo zur Hölle ist sie? Ich glaube, sie ist in eine Kammer gegangen. Es kommt aus Kammer 2. Genau. Gut. Schnell hinter. Da, in der Kammer, da steht sie. Mitten im Raum drin. Okay, jetzt ganz ruhig. Was zur Hölle?